Hallo, heute geht es um die Möglichkeit, Farben aus Bitmaps zu ziehen, Zwischenfarben zu berechnen und das Ganze noch als Farbpalette abzuspeichern, damit ich die ausgewählten Farben immer zur Verfügung habe. Los geht es mit einem Bitmap, was man importiert. In diesem Fall habe ich ein Spektralbild geladen. Ich möchte jetzt diese Farbwerte aus diesem Bild auf meine Quadrate, die ich schon vorbereitet habe, übertragen. Das heißt, ich wähle das aus und nehme diesen Farbwähler, kann einen Klick machen, egal wohin, die Farbe wird übernommen, oder bei gedrückter Maustaste wird eine Art Querschnittssumme aus den Farben berechnet. Das heißt, ich habe immer irgendwie eine Zwischenfarbe. Jetzt möchte ich aber nur einfache Farben haben, keine Zwischensumme hier aus diesen, sondern nur einzelne Farbwerte. Um die anderen Objekte auszuwählen, kann man sich jetzt der Funktionstasten bedienen. Das heißt, F1 wählt den Pfeil aus, das Auswahlwerkzeug. F7 wählt den Farbwähler. Somit kann ich immer hin und her switchen und die anderen Objekte markieren. Ziehe mir jetzt hier mit dem einfachen Klick die Farben aus dem Dokument. Es sind in etwa die gleichen Farben. Damit hat man schon die Farben übernommen aus dem Bitmap, kann ich jetzt für andere Objekte weiterverwenden. Jetzt möchte ich aber mir Zwischenfarben berechnen lassen, eine Überblendung. Beide Objekte werden markiert und unter der Erweiterung aus Pfad entzeugen interpolieren, was sich nicht sofort erschließt, Zwischentöne berechnen lassen. Diese Funktion besagt eigentlich die Funktion, dass man von einem Objekt zum anderen überblenden kann. Das heißt, man kennt das vielleicht von Fotos, das Morphen, also von einem Foto zum anderen übergehen und dadurch werden die Zwischenbilder erzeugt. Das gleiche passiert hier auch, allerdings möchte ich hier nur den Stil interpolieren. Das heißt, die Farbe wird übernommen. Die Form würde jetzt auch interpoliert, ist aber die gleiche. Das heißt, ich nehme jetzt zwei Interpolationsschritte, lasse es überblenden und schon werden mir aus diesen zwei Hauptfarben, nenne ich sie jetzt mal, diese Zwischenfarben berechnet. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen auch nochmal. Lasse ich das schön überblenden hier. Ich hatte mir das schon so angeordnet hier, damit das übersichtlicher wirkt. So, jetzt habe ich wesentlich mehr Farben, Zwischentöne zwischen diesen einzelnen Hauptfarben und kann das jetzt weiter verwenden in meinem Dokument. Ich könnte jetzt aber auch hingehen und sagen, ich möchte, also das funktioniert nicht nur von Farbe zu Farbe, sondern auch mit Kontrast, das heißt mit Schwarz und Weiß. Das ist eben nochmal anordnen hier, ausrichten. So, das heißt, ich möchte hier Schwarz haben, da nehme ich diesen Farbton Rot, lasse hier zu Weiß überblenden, von Schwarz zu Rot. Nehme 6 Zwischenschritte. Das gleiche nochmal von Rot zu Weiß. So, das Ganze kann man mit einer Menge mehr Farben machen, kann sich eine riesige Farbpalette aufbauen, wird allerdings dann irgendwann übersichtlich.
Ich lösche diese jetzt mal. Wenn ich jetzt nur diese Farben wiederverwenden muss, wenn ich zum Beispiel Corporate Design, wo bestimmte Farben vorgeschrieben sind, weiterverwenden möchte, dann muss ich das als Palette abspeichern. Wie mache ich das? Alle Farben, die jetzt hier als SVG-Objekte vorliegen, haben einen bestimmten Farbwert und werden mit abgespeichert. Und zwar speichern unter Inkscape Share Palettes, allerdings nicht als SVG, sondern als GIMP-Palette. Hier sind schon die anderen Paletten, die in Inkscape standardmäßig drin sind. Ich nenne das einfach meine Farbpalette. Das habe ich schon gemacht. Damit kann ich dann hier nach einem Neustart allerdings meine Farbpalette auswählen. Nachteil ist, bei vielen Farben ist es sehr unsortiert. Das heißt, es wird nur nach den numerischen Werten sortiert und nicht nach Farben an sich, so wie man das als Mensch vielleicht machen würde oder nach Empfinden. So, jetzt kann ich aber hier unten meine Standardpalette lassen. Wenn ich jetzt zusätzlich meine Farben haben muss, kann ich jetzt mir noch die Farbfelderpalette anzeigen lassen. Das heißt, ich kann mir die hier an die Seite andocken. Damit habe ich dann, also hier kann ich dann wieder meine Farbpalette auswählen und habe dann meine Farben in der rechten Leiste verfügbar und kann das wieder für weitere Dokumente verwenden. Ja, das war's schon. Also aus Bitmaps Farben rausziehen, Zwischentöne berechnen und als Farbpalette abspeichern. Ist doch schon mal eine ganze Menge, was man wieder weitermachen kann. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und habt viel Spaß gehabt.